Wenn das Wetter über die 30-Grad-Marke springt, so wie jetzt an Pfingsten, dann werden die Grillwürstchen schon fast von alleine knackig braun. Doch wer was auf sich hält, der schmeißt natürlich den Grill an. Aber wissen Sie, worauf man bei einem perfekten Grillerlebnis achten sollte? Hier kommt unser Grillgerätecheck. Hitze von oben und Hitze von unten. Der Grill gehört eben zum Sommer. Aber das Fleisch soll nicht nur saftig, sondern auch sicher gegrillt sein. Und dafür sollte alles stimmen mit dem Rost. Ja, ich bin der Meinung, beim Grillkauf sollte man darauf achten, dass die Qualität von dem Material erstmal gut ist. Und das ist mir aufgefallen, man sammelt ja Erfahrungen, dass es ein stabiles Edelstahlblech einfach sein muss, dass der nicht so schnell durchbrennt. Also das macht alles mein Mann, was so Sachen Grillgeräte und sowas sind. Ich kümmere mich darum, was oben drauf gehört, und er kümmert sich dann um diese Geräte. Mirko Mückenheim kümmert sich von Berufs wegen, wann ein Grill sicher ist. Beim TÜV Thüringen testet er Grillgeräte und da gibt es einiges zu prüfen. Für uns ist wichtig die Materialbeschaffenheit, dass der Grill einen sicheren Stand hat und dass er auch nach der Funktion noch einsatzfähig ist und nicht nach zweimal Grillen dann schon umfällt und die Leute verbrennt. So sieht das normalerweise aus, wenn Maxchen Müller seinen alten Grill rausholt. Irgendwo rauf auf die Wiese, aber steht der auch richtig? Stichwort Standsicherheit. So ein Grill darf nicht kippen, auch wenn der Untergrund nicht wasserwaagengerade ist. Der TÜV testet das mit einer schiefen Ebene. Es soll auch simulieren, dass mal irgendwo was einsinkt oder sowas. Man stellt ihn zum Beispiel auf Rasen, der das feucht war, dann sinkt er ein, dass er nicht gleich umkippt und dann die Gäste verbrennt. Denn wenn es kippt, tut's weh. Auch deshalb, weil ein Grill wirklich heiß wird. Wie heiß eigentlich? Sehr heiß. Wie heiß? Ganz schön heiß. Keine Ahnung, 200 Grad? Keine Ahnung, 100 Grad oder mehr. Schon mal verbrannt? Nee, ich stehe nicht am Grill. Naturwissenschaftlich betrachtet könnten es fast 600 sein. Stichwort Hitzeabstrahlung. Allerdings hier oben an der Feuerschale kommen wir auf, steigt immer noch, gute 250 Grad. Und das ist nur außen. 600 Grad werden die Kohlen warm und auch Gas- und Elektrogrill sollte man nicht unterschätzen. Bis zu 50 Grad heißer wird der Untergrund bei einem Tischgrill. Der TÜV empfiehlt übrigens ganz banal, lesen Sie die Herstelleranleitung und halten Sie sich dran. Natürlich, was auch wichtig ist, wenn ich als Holzkohlegrill auf dem Tisch verwende, dass ich das Füllmaterial sowie die maximale Füllmenge beachte. Weil wenn der Hersteller eine maximale Füllmenge vorschreibt, die für das Gerät ausreichend ist, und ich mache es dann randvoll, dann ist klar, dass das Gerät wesentlich heißer wird. Und dann kann ein Kunststofftisch auch schnell mal wegschmelzen. Auch beim Grill entscheidend. Stichwort Material. Mindestens 0,7 mm Blechstärke, nur dann hält der Grill dem TÜV-Test stand. Man sieht, es ist nicht durchgeschlagen, das Blech ist noch ganz. Somit sind die Anforderungen in diesem Fall erfüllt. Stimmt das Material nicht, merkt man das spätestens, wenn die Griffe zu heiß werden oder der Grill rostet. Wenn man viel grillt, sollte man auf jeden Fall einen Edelstahlgrill nehmen, weil er auch langlebig ist. Aber wenn man jetzt nur der Gelegenheitsgriller ist, dann reicht durchaus auch ein verzinkter Blechgrill oder auch eine Gussschale. Aber nach 5 bis 10 Jahren ist auch der beste Grill hinüber. So etwas gehört auf den Müll, bevor die heiße Glut einfach rausfällt. Die größte Gefahr beim Grillen, sagt der TÜV übrigens, ist immer noch der Mensch dahinter.